So, ihr lieben YouTuber, it's Showtime und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Show hier in Sin City. Das habe ich euch ja versprochen und das machen wir jetzt mal und ich führe euch jetzt mal hier herum. Ich mache es auch leicht, weil dann kann ich euch auch gleich noch was mit ein paar Gegnern zeigen, wenn es funktioniert. Das klappt nicht immer. Ich bin mal gespannt. Aber so, jetzt dürft ihr hier zunächst mal, ja, generiert sich die Map, mein kleines, bescheidenes Dörfchen hier schon mal von oben begutachten. Wie ihr seht, hier hat sich schon einiges getan. Ja, hier ist noch Bergabbauarbeiten im Gange. Das alles war auch viel bergiger hier, aber ich war quasi so im Alleingang gegen die Natur, so quasi wie ein Braunkohlebacker habe ich mich da durchgekämpft. So, da gehen wir mal runter hier. Dann zeige ich euch das Ganze mal von unten. Es wird auch, glaube ich, dunkel, oder ist das der Schatten des Berges? Ich habe mal eine Goldrüstung ausprobiert. Sieht cool aus. Oh, leck. Aber ja, weiß nicht, wie effektiv sie ist. Hatte ich nämlich noch nie an. Werde ich auch nicht so oft machen, weil ich hier auch noch verdammt viele Booster-Schienen brauche. Boah, die Kohle muss jetzt abgehackt werden. Sorry, Jungs. Die brauche ich gerade noch für meinen Ofen gleich. Den ich euch auch zeige. Also, ihr denkt es bestimmt, der will uns den Ofen zeigen, was ist jetzt am Ofen so besonders? Nein, eigentlich will ich euch nicht den Ofen zeigen, sondern meine Fabrikanlage dort hinten. Und die Creeper-Armee, den gehen wir mal aus dem Weg. Zeige ich euch mal hier zunächst mein Weizengewächshaus. Auf der anderen Seite ist das auch so, aber da gehe ich jetzt nicht hin, da sind gerade Creeper unterwegs. So, da können wir jetzt hier den Hebel mal umlegen. Und dann kommt der ganze Blimbim hier angeschwommen und man braucht ihn nur noch einzusammeln. So, wie ihr seht, 10 Weizen, wundervoll, 17 Samen. Und dann gehen wir jetzt hier rein, holen uns die Diamanthacke und pflanzen das Ganze wieder an. Das ist halt natürlich, das muss man halt machen. Oh, weil das sich halt eben nicht selbst anpflanzt. So, Samen wieder weg, Weizen weg und hier seht ihr das noch zum Beweis, alles gleich. Achso, das Weizen wollte ich eigentlich gar nicht hier reinlegen, sondern das hier. Das Weizen kommt mit, da haben wir eine andere Truhe dafür. Was ist hier los? Jetzt habe ich keinen Bogen dabei. Zuckerrohr, bisschen anderes Prinzip. Besser auch, weil es sich jetzt halt selbst wieder, weil es selbst wächst. Man braucht da nichts mehr zu machen. Hier hat man 20, oh, das war super, das hat mal komplett geklappt. Alles Zuckerrohr bekommen, was hier drin war. Ja, verdammt, ey. Das hier ist aber gar nicht schön. Jetzt will ich euch mal hier schön um die Map hier rumführen. Ja, hier ist meine Burg eben. Das war der größte Aufwand bis jetzt, den ich hier betrieben habe. Hier kommt das Weizen rein und hier kommt auch das Zuckerrohr rein. So, jetzt hoffe ich, dass da nicht der Creeper vor der Tür steht. Nein, das tut er nicht. Gut. So, das war mein erstes Haus. Wisst ihr was? Ja, hier habe ich das letzte Mal ein bisschen was aus, was hier weggesprengt bei der Bergsprengung. Das muss ich mal wieder auffüllen. Wir legen uns jetzt einfach hin, weil das hier jetzt nervt. So. Ja, das war meine erste Hütte, die ich mir hier gebaut habe. Da waren auch noch ein paar war da noch mehr an Ofen? Ich glaube nicht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ach, hier unten. So, ja, diese ganzen Kisten sind leer. Ich bin ja umgezogen da hinten rein, das zeige ich euch auch gleich noch. Hier ein bisschen verschönert mittlerweile. Oh, verdammt. Nein!
dabei. Ah, diese Mistviecher. Wie waren das jetzt? Das war aber Glas, ne? Ach. Komm, Glas, hab ich auch hier. Dann gehe ich halt doch schon ein bisschen früher als gewollt hier, hier in das Gebiet. Danke. So. Zu hier. Und ist ja nicht so viel passiert, das ist ja mal was Tolles. So, hier, hier und hier. Oh, nein, hier. So, jetzt müsste eigentlich das Ganze nochmal laufen, so wie es sollte. Jawohl, wunderbar. Ja, das Loch lasse ich jetzt mal drin. Ich werde euch hier mal rumführen und euch verschiedene Sachen zeigen. Oh Mann! Das ist doch wohl nicht wahr, ey! Verdammt, die halbe Stadt gesprengt, das ist mir noch nicht passiert und jetzt geht hier alles den Bach runter. Okay, egal, lassen wir jetzt. Das flicke ich nachher. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen. So, alles aus dem Inventar raus. Jetzt zeige ich euch diese Sandmaschine hier mal. Sandgenerator oder Sandfabrik, wie man es nennen will. Ich starte es jetzt einfach mal. Gucken, ob es funktioniert. Jawohl. Hier könnt ihr euch super Sand auffüllen, ohne den Strand zu verschwenden. Und das Ganze beruht quasi auf einem Glitch, weil hier oben bei diesen Kolben hin und her der Sand verdoppelt wird und dann hier runterfällt durch die Falltüren, werden sie hier an den Schildern zerschlagen und droppen dann als aufsammelfertiges Item. Ich habe das nach YouTube, nach einem Tutorial gebaut, aber dann hat das Ding nicht funktioniert und deswegen habe ich es umbauen müssen. Jetzt habe ich aber hier so ein blödsinniges Ding und da oben, die fallen natürlich nicht runter, aber das ist nicht so schlimm. Ach, hier kann ich euch noch den Destroyer zeigen. Zack, 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 die Überreste bleiben hier, die werden hier unten gefressen vom Kaktus. So, genug gezeigt, denke ich mal. Mach zu und zack, aus. So, sagen wir auch den Rest auf hier gerade. Da haben wir wieder ein bisschen Sand. Ja, das wird mein Fabrikgebiet hier. Ich kann euch auch mal zeigen, wie das von oben aussieht. Da ist der Kreislauf. Hier. Das ist Glock. Oh, verdammt. Da oben war eine Glock. Hier, das ist der Kreislauf, da wird das Ding immer runtergeschmissen, dann wird es auch dupliziert und hochgefahren wieder und runtergeschmissen und dann springt dann immer die ganze Maschine. Hier wird das dann verdoppelt, wie ihr seht, da hatte ich nur eine Schicht drauf, jetzt sind da schon mehr drauf, zwei teilweise. Ja, so funktioniert das Ganze. Vielleicht werde ich euch da auch mal ein Tutorial reinstellen, weil ich die Version ja jetzt umgebaut habe und dann seht ihr, dass auch der Xbox das ganze Ding hier funktioniert. Im Multiplayer geht es nicht so gut, weil wenn da so kleine kurze Lags drin sind, dann streikt das Teil. Weil dann ist der Impuls wahrscheinlich nicht schnell genug und es dupliziert sich nicht und es geht nicht. Aber das ist ja nicht so tragisch. Hauptsache es funktioniert überhaupt. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Sand wieder, wie immer. Machen wir gerade mal hier wieder Glas. Und das war auch hier die Kohle, die ich brauche hier immer. Immer wieder Halligalli. So, Kohle, Kohle, Kohle. Und das Glas. Und wir holen das Glas. Und wir holen das Glas. Und jetzt habe ich euch noch gar nicht die Burg gezeigt. Das mache ich jetzt als nächstes. Nein, als nächstes mache ich zunächst. Zeige ich euch noch den Mixer. Der ist ja auch gerade da neben dran. Machen wir gerade noch Sandsteine. Die Creeper haben mir jetzt einen Haufen Zeit gekostet. Das ist schade. Ich hätte gerne jetzt schon mehr gezeigt gehabt, aber ja, wir haben ja Zeit. Wir können ja mehrere Folgen machen, ist ja kein Ding. So. Was noch? Nichts, gut. Doch, Redstone. Und hier wieder meine Doppeltürschaltung, meine berühmte, wollte ich jetzt schon sagen. Da werde ich euch auch noch ein Tutorial machen hier.
Und jetzt zeige ich euch hier den Mixer. Stein und oder Obsidian Produktion. Jetzt produzieren wir Obsidian mal hier kurz. Zack. Holen wir mal die Hacke kurz raus noch. Wie ihr seht, hier bildet sich jetzt Obsidian. Da bildet sich Stein, deswegen auch Steinproduktion, weil ich kann jetzt hier hingehen und zack. Ja gut, jetzt geht er halt kaputt, aber er kommt dann immer wieder. Hier kann man sich dann Steine hier in Riesenform aufsammeln. Da könnte man auch noch jetzt eine Maschine bauen, die die Steine dann da hinten rausdrückt, laufend oder so. Im Kolben halt. Aber das habe ich nicht vor, weil, also zumindest jetzt nicht, weil Steine finde ich genug. Wir werden auch jetzt das Obsidian nicht einsammeln, weil, so, weg hier, weil ich da jetzt keinen Bock drauf habe. So, ich würde das hier jetzt gerne flicken, oder das hier, fehlt da überhaupt, da fehlt ja alles von der Bank. Ach du Scheiße. Komm, ein Holz haben wir gerade dabei, das machen wir wenigstens noch rein. Zack. Fackel. Fackel machen wir auch noch da dran. So, gut, das ist in Ordnung. Ah ja, gut. Die Blumen waren da hinten, ne? Kann ich jetzt nur eine setzen. Hier noch eine. So, okay. Verdammte Mistviecher. Das hier war dann mein zweites Haus. Da habe ich aber nie drin gewohnt. Hier ist ein schöner Brunnen. Hier ein paar Bäumchen. Das habe ich einfach nur so gebaut. Dass hier ein bisschen Leben in die City kommt. Hier ist die Minecraft-Gedenktafel. Aus purem Gold natürlich. Und jetzt geht's zu meinem Burghof. Hier, da warten die Hundis. Hallo! Und da sind Riesentürme, da kann man auch drauf gehen. Hier ist die Bücherei. Ah, das hat mich ein bisschen von dem Papyrus da gekostet, der Zuckerrohr. So, da ist die Torsteuerung. Zack, jetzt kann da keiner mehr reinkommen, kein böser Eindringling. Und wenn, dann kriegt er unser Gold schwer zu spüren. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch auf einen Turm drauf, gerade so. So exemplarisch hier, das Dach hier, das Anwesen. Gehen wir mal drauf hier. Wir hoffen, wir gehen nicht drauf, sondern hinauf. Oh, ein bisschen kurvig hier. Habe ich aber machen müssen, dass man so schön hier hochkommt, ohne dass da irgendwie so ein Mist ist. Da kann man dann ein bisschen auf das Dorf blicken. Hier in die Weite. Da sieht man den Mixer leuchten. Ja, hier sieht man meinen Baumfarm. Da war auch früher die Kakteen und der Zuckerrohr war dort hinten gepflanzt. Dass ich in großen Massen ernten konnte, das habe ich jetzt alles weggemacht, weil ich schon viel besitze und ja auch diese Gewächshäuser dazu habe. So. Turmkunde, denke ich, reicht. Muss jetzt nicht auf jeden Turm gehen, denke ich. Dass ich wenigstens noch ein wenig da zeigen kann von meinem Keller. Von meiner Burg. Das hier ist so quasi das Esszimmer oder der Raum für alles, besser gesagt. Hier ist eine Schallplatte, die habe ich gerade gestern zufällig gefunden. Ach ja, die würde ich jetzt auch gerne mit euch anhören, aber ich glaube, das machen wir im nächsten Teil, weil ich jetzt euch hier wirklich mal erstmals rumführen will und euch so zeigen. Ja, gehen wir ja kurz in diese Etage hier, das sind dann die Wohnräume hier. Gastzimmer, jeder hat eine Truhe natürlich. Ja, so eine Art Küche oder Vorratsraum. Weiß ich noch nicht genau, was das werden soll. Das ist noch nicht ganz fertig, sage ich jetzt auch mal, aber ja, reicht schon. So, das hier ist eigentlich der richtige Vorratsraum. Da sind dann auch so Sachen hier wie mein Werkzeug und die Eimer und die Waffen und die Rüstungen. Und das TNT.